Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 28. Juli. Heute dabei Tesla, Twitter, Facebook, WhatsApp, Google, GoPro, Jeff Bezos und Bill Gates. Fangen wir mit Tesla an. Tesla wird nämlich heute einen Livestream machen und die ersten 30 Model 3 Autos ausliefern. Und der wird auf der Webseite von Tesla, also tesla.com, gezeigt und beginnt um 8.45 Uhr abends amerikanischer Zeit. Ja, also was ganz Neues, das gibt es sonst ja von Automobilherstellern nicht. Und dort wird dann Elon Musk die Schlüssel der Autos an die ersten 30 Tesla Model 3 Käufer übergeben. Witzigerweise natürlich den allerersten gibt er an sich, denn er hat das erste Model 3 geschenkt bekommen von einem, der eigentlich das erste Model 3 gekauft hätte. Aber dann bleiben ja immer noch 29 Schlüssel über, die er dann überreichen kann. Ja, spannende Sache. Viele dachten ja auch, das Auto verschiebt sich und verschiebt sich, aber jetzt zumindest die ersten 30 sind dann vom Band und in den Händen von neuen Fahrern. So, fangen wir dann mal an mit den Quartalszahlen. Denn, ja, börsenmäßig gab es Quartalszahlen und Twitter hat da nicht so gut abgeschlossen. Denn bei Twitter wird der Nettoverlust immer größer. Die haben auch immer mehr Druck von Facebook und es sieht nicht gut aus. Also konkret wurde bei Twitter im zweiten Quartal ein Minus von 116,5 Millionen Dollar eingefahren. Und ja, das sind gut 9 Millionen mehr als vor Jahresfrist. Also sieht nicht wirklich gut aus. Auch die anderen Zahlen, wenn ihr im Detail gucken wollt, wir haben einen Artikel in den Shownotes verlinkt. Aber ich wechsle einfach mal zu den Kollegen von Facebook, denn da sieht es weitaus besser aus. Und da ist natürlich auch der Artikel in den Shownotes. Facebook hat nämlich auch die Quartalszahlen rausgehauen und da sieht es im Gegensatz zu Twitter weitaus besser aus. Facebook hat also auch schon an Userzahlen 2 Milliarden monatliche Nutzer nun also überholt. Also sind halt weitaus mehr als erwartet. Und 1,3 Milliarden Nutzer nutzen Facebook jeden Tag. Aber ja, Nutzer hin oder her, in Geld ist das ausgedrückt, dass Facebook jetzt 9,3 Milliarden an Umsatz und 3,89 Milliarden an Einkünften daraus generiert hat. Das sind 71% mehr als im letzten Jahr für die gleiche Zeitperiode berichtet wurden. Also beeindruckend, und wenn man wirklich was Schlechtes sucht, dann ist der Wachstum, der ist nicht mehr so schnell oder so hoch wie früher. Und ich sage dann ja immer Kunststück, wenn dich eh schon jeder nutzt, dann kannst du halt auch nicht mehr so viel wachsen. Aber ja, unterm Strich beeindruckend. Beeindruckend sind da auch die Zahlen von WhatsApp, die dabei reportet wurden. Denn ja, WhatsApp wird täglich von 1 Milliarde Nutzern genutzt. Und aktive Nutzer im Monat sind 1,3 Milliarden und versendete Nachrichten sind 55 Milliarden. Also auch sehr beeindruckend. Ein paar weitere Zahlen, 4,5 Milliarden geteilte Fotos gibt es auf WhatsApp pro Tag. Mittlerweile werden 60 Sprachen unterstützt. Und auch 1 Milliarde geteilte Videos pro Tag. Also praktisch pro Nutzer ein Video. Ja, beeindruckende Zahlen. Und wenn man sich überlegt, dass die Erde nur gerade mal eine Bevölkerung von 7,442 Milliarden hat, dann sind die schon relativ weit. Und vergessen wir nicht, in China ist das alles ja geblockt. Von daher ist da auch noch ein großer Markt. Ein weiterer im Bunde ist Google. Da geht es jetzt mal nicht um die Quartalszahlen, sondern eher um die Dienste. Und ja, dort wird nun angekündigt, dass Google Play Music und YouTube Red zusammengelegt werden. Beides waren mehr oder weniger Musikstreaming-Dienste, beide gehören Google und das macht für mich absolut Sinn. Ich selber hatte YouTube Red als Probeabo bei meinem Google Home dabei und habe mich damals schon gewundert, weil ja, Google Play Music ist ja praktisch das Gleiche.
Und genau das hat Google jetzt auch erkannt und deswegen werden die beiden Dienste zusammengelegt. Das ist für Deutschland jetzt nicht so interessant, weil wir hier YouTube Red gar nicht haben, aber auf jeden Fall der richtige Weg, wie ich finde. GoPro. GoPro hat ein neues Feature rausgebracht und das heißt Quick Stories. Und Quick Stories ist im Prinzip das automatische Herstellen von Videos in der App. Also die Kamera schickt die Videos direkt in die App. Die App schneidet die Videos, sucht sich die besten Elemente raus und am Ende hat man einen Film, den man direkt benutzen kann oder aber auch natürlich selber editieren, wenn man nicht mit den Sachen zufrieden ist, die die Quick Stories selber zusammengebastelt haben. Das Gesamte funktioniert mit der GoPro Hero 5 und man muss einfach noch 20% Batterielaufzeit in der Kamera haben und dann läuft das echt alles automatisiert mit künstlicher Intelligenz und hinterher ist das Video fertig. Spannende Sache, ob dann wirklich alles so ist, wie man es haben möchte, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, man kann es ja hinterher editieren, aber dass sowas generell automatisch geht, da sind wir auch schon echt einen weiten Schritt gekommen, im Gegensatz zu früher. Ja, und im Gegensatz zu früher haben wir auch einen neuen reichsten Mann der Welt, oder kurzzeitig zumindest gehabt, und das ist Amazons Gründer Jeff Bezos. Der hat nämlich zwischenzeitlich Bill Gates überholt, auch wieder im Rahmen der ganzen Quartalzahlen, die reportet wurden, gab es ein bisschen hin und her, hoch und runter an der Börse, nachbörslich, vorbörslich. Ja, jedenfalls war er kurzzeitig der reichste Mensch der Welt. Dann hat Bill Gates wieder ein bisschen aufgeholt, beziehungsweise Jeff Bezos hat ein bisschen verloren aufgrund des Aktienkurses von Amazon. Und am Ende war Bill Gates wieder ganz knapp vorne mit 90 Milliarden und Jeff Bezos mit 89 Milliarden dahinter. Aber wie gesagt, das kann sich auch wieder mehr oder weniger heute geändert haben. Auf jeden Fall liefern die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und damit war es das auch für eine Woche Geek Talk Daily. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Freitag und dann natürlich ein großartiges Wochenende. Und hört auch am Montag wieder rein. Und ich sag bis dahin, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.